Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Movie Days. Heute mit Spider-Man Far From Home. Und hier erstmal vorab, es wird einen gewissen Grad an Spoilern geben, also nichts, was unbedingt relevant ist, aber auch nicht so unrelevant, dass ich hier nicht vorwarnen möchte. Fangen wir erstmal damit an, wie man den Film sehen kann, wenn man ihn noch nicht gesehen hat. Da würde ich sagen, ist das Pacing sehr gut, hat ein paar schöne Referenzen und bietet eine, ja, solide Story. Also die Story ist eigentlich Humbug, dient eigentlich nur als Leitfaden. Hierzu muss ich auch sagen, der Anfang fiel mir ein bisschen schwer. Ich mochte es nicht ganz so mit der Schulklasse und bis das dann alles mal in Fahrt kam, das war ein bisschen träge, war aber auch nicht so schlecht, dass ich sagen würde, das hätte rausfallen müssen, sondern war eher so, ja, wann kommt die Action, möchte ich, bitteschön. Hier hätten sie vielleicht ein bisschen mehr streuen können. Es gab ja auch die Szene im Trailer, wo er die Mafia hochgenommen hat. Die hätte ich zum Beispiel sehr gerne gesehen, weil dann hätte das wieder ein bisschen anders gewirkt. Dann hätte ich gesagt, okay, wir hatten einen Kampf. Und dadurch kann ich mich besser darauf einstellen, ja, jetzt kommt erstmal ein bisschen Story und dann wieder ab bis zum High-Level-Action ohne Ende. Haben wir nicht bekommen. Wir haben erst die Story, dann die Action. Was ich nicht nachvollziehen kann, weil bei Marvel wünsche ich mir immer so ein bisschen das Gleichgewicht, weil dann wirkt das nicht so träge und der Film wird dann ein bisschen gemischter, ein bisschen, ja, schöner, er guckt sich angenehmer. Haben wir hier nicht. Wir haben hier zwei Parts und der zweite ist dadurch wesentlich stärker als wie der erste. Es gibt auch eine Stelle, wo in die Oper gegangen wird, während dieser Klassenfahrt. Hier finde ich es ein bisschen schade. Zuerst dachte ich, gut, kein junger Mensch interessiert sich für die Oper. Fand ich solide, würde ich so unterschreiben. Mich würde es dann eher schon kitzeln, sagen zu können, ja, ich war mal drin, aber mehr auch nicht. Also mich würde das auch dann nicht interessieren, wenn ich weiß, ich könnte feiern gehen. Ja, wenn die Feier gut ist, ich ziehe eine Feier vor eine Oper, macht mir persönlich mehr Spaß, aber durch ein paar Hintergrundinformationen zu dieser Oper weiß ich, dass sie eigentlich sehr gut besucht ist und im Film ist sie aber blank leer. Da passiert nichts. Sie ist nicht besucht und das finde ich ja schade, weil da hätte ich dann doch ganz gern die Glaubwürdigkeit gesehen, dass zumindest Leute in die Oper gehen wollen. Ja, das anscheinend ist die gut besucht, diese Oper, und ja, dann diese nicht auszufüllen mit Darstellern, dass auch ein paar Leute zumindest da drinnen sitzen und gesagt wird, ja, ich interessiere mich für Oper, finde ich ein bisschen schade. Hier hätte ich mir ein bisschen mehr Realismus gewünscht, aber ansonsten, ja. Das 3D fand ich in meiner Vorstellung nett, aber man hat halt gesehen, wann 3D und wann nicht. Außer bei den Stellen, wo es darum ging, dass wirklich, ja, dass wirklich diese Breite an, es sieht glaubwürdig aus, auch ausgefüllt wird. Ja. Keine Ahnung, also oh, achtet mal darauf an der Brooklyn Bridge, Brooklyn Bridge, an der London Bridge, wie auch an allen anderen Stellen, wo die Elementals auftauchen, sind sie sehr herausragend und sehr gut gemacht. Bei allen Szenen, wo das
wo es dann anders wirken soll, beziehungsweise wo man doch merkt, das hier soll jetzt gerade nicht Realismus darstellen, sondern es, also wenn praktisch die Illusion fallen gelassen wird, wenn man weiß, man befindet sich gerade in einer Illusion, beziehungsweise dass man gerade eine Illusion sieht, was man ja auch von Mysterion aus den Comics und den alten Cartoon-Serien her kennt, dass er Illusionen benutzt. Ja, schade. Wirklich, wirklich schade. Da wäre mehr drin gewesen, wäre aber dann auch wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr Zeit, wesentlich mehr Geld gewesen. Ob es das gebracht hätte bei dem restlichen Film. Er ist solide, aber halt auch jetzt nichts, wo ich sagen würde, ein Endgame sieht dagegen alt aus. Fand ich dann doch ein bisschen, ja, hätte man schöner umsetzen können. Da gibt es ja genug Ideen, die das schon angeführt haben, wie man es ganz einfach nochmal besser machen kann. Kommen wir aber mal zu der Sicht aus dem. Ich habe ihn schon gesehen, dann würde ich sagen, ist der Film für mich persönlich Holla die Waldfee. Wir haben hier mehrere Filme aus dem Marvel Cinematic Universe recycelt, in Anführungsstrichen. Hier besonders aufmerksam ist Iron Man, der seine Szenen hier mehr als begünstigt dann wieder preisgibt, wenn Peter Parker Spider-Man seine Handschuhe macht und man den Handschuh praktisch hier aufgelegt sieht als 3D-Modell, wie wir es auch schon von Iron Man her kennen, wie er es damals gemacht hat und andere Referenzen aus diesen ersten Iron Man und der Iron Man-Reihe dann rüber zu Peter Parker und Spider-Man fließen. Nur um einem ins Gesicht zu klatschen, er ist der neue Iron Man, beziehungsweise er nimmt den Platz ein. Finde ich ganz ehrlich schade. Warum? Warum muss man uns das jetzt schon so präsentieren? Es gibt doch so viele Möglichkeiten, das sauber einzuspielen. Ich meine, Tony Stark war für seine Protzigkeit bekannt, ja, aber alles darüber hinaus, was jetzt zu Peter passen würde, ist halt was anderes. Und das kriegen wir hier in diesem Film einfach nicht so geboten, wie es zu Peter passen würde. Nein, wir kriegen hier die Story von Iron Man aufgesetzt. Praktisch bloß nochmal leicht umgeschrieben für Spider-Man. Hat mir gar nicht gefallen. Ich mochte dieses Pacing einfach nicht. Da hätte mir doch lieber eine der anderen Facetten von Spider-Man aus den Comics und Animated Series doch besser gefallen. Aber ihr müsst mal auf den Stealth-Suit achten. Es gibt da eine Szene, wo er den Stealth-Suit anhat und eine ganz klare Comic-Referenz auf den Venom-Anzug in Schwarz gemacht wird. Fand ich sehr nett, ist mir auch erst später aufgefallen, aber sie ist drin. Und ich könnte jetzt hier noch x weitere Referenzen aufzählen, aber das würde dann wieder unter Spoiler fallen, das möchte ich nicht. Ich frage mich aber, wie wollen die nach dem Ende Mysterio wieder ins oder weiter ins MCU einbinden? Denn so wie es aussieht, ist es eine Solo-Rolle gewesen, also nur für diesen Film. Finde ich auch nicht optimal, weil mir hat es gefallen. Ich fand es saumäßig gut, wie er sich dargestellt hat, dass,
Das ist, übertriebene Schauspiel, mir fällt das Englisch gerade nicht ein, sorry. Aber das Overacting, genau. Das hat mir sehr gut alles gefallen, wenn auch nicht immer ganz so, ja, passend. Also an einer Stelle wirkt er, also zuerst wirkt er sehr ruhig, gelassen, sehr gutmütig und im Nachhinein und auch ja, der Story angepasst, gibt es bis zum Punkt diese ganze, ja, ich bin gut, ich bin gelassen und ich mache dies und jenes aus jenem Grund. Alles, was danach aber passiert, wirkt einfach nur, ja, genau nach dem Gegenteil. Also der Charakter hat da eine Charakterentwicklung, die ich nicht verstehen kann, weil sie nicht zu dem ganzen Gezeigten vorher passt. Vielleicht gibt es dann die Deleted Scene oder sonst irgendwas, die das Ganze aufgreift, aber hier hat es mir halt gefehlt. Ich habe im Kino keine vernünftige Erklärung gefunden, warum dieser Charakter sich von jetzt auf gleich verändert, sage ich mal. Also, ne, dass da einfach eine andere Stimmung, ein anderer Vibe herrscht, habe ich hier nicht rauskristallisieren können. Fand ich sehr schade. Was auch sehr schade war, war die Bar-Szene, die man auch aus dem Trailer kennt. Denn ganz ehrlich, was machen die beiden da? Ich verstehe es nicht. Ich will es nicht verstehen. Es ist unlogisch, denn sie sitzen in ihren Anzügen in einer normalen Bar. Oh, wir sind in Prag. Uns wird schon keiner erkennen, obwohl wir gerade den Sieg aller Zeiten hingelegt haben, in genau diesem Kostüm. Fand ich nicht so. Sorry, aber da, das reißt mich raus. Das ist dann irgendwo nicht meins. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Pacing gewünscht in Richtung Logik, dass man sich vorher umgezogen hat und dann gesagt hätte, komm, wir gehen jetzt eintrinken. Wäre schöner gewesen. Der Witz ist auch noch, dass auf genau diese Stelle beziehungsweise auf Superhelden-Klischees noch gewitzelt wird. Denn es gibt die Szene, fällt euch eigentlich nicht auf, dass Peter immer verschwindet und oh, hä, komisch, wo ist Peter, warum ist er nicht da? Ja, und dann sitzt er mit Mysterio in einer Bar, trinkt sich ein auf ihren Erfolg und die Welt ist gerettet. Gut, das darf wahrscheinlich ein bisschen mehr kommen, ist jetzt kein Spoiler, dass die. Der Film da circa noch ein paar Minuten hinten dran bekommt, beziehungsweise dass da circa die Hälfte erreicht ist, sollte jedem klar sein, wer diesen Film kommt und guckt. Also es ist nicht so, als könnte man das nicht erahnen, wo der Film hingeht und wo wir uns circa in dem Film befinden, wenn denn dieser Film gerade läuft. Finde ich daher ein bisschen schade. Im gesamten Film hätte einfach mehr drin stecken können. Ist aber noch ein solider Film. Noch immer besser wie das schlechte Ding von Black Panther, der eine Verwurstung von CGI und Story hat, die gar keine Mühe praktisch in sich hat, sondern einfach nur hier haben wir Origin Story fertig. Ja, ich bin aber mal gespannt, wie das Ganze weitergehen wird. Es sind ein paar offene Fragen, beziehungsweise es gibt zwei Post-Credit-Scenes, also zwei sind vorhanden und ja, also was uns da erwarten wird, Halleluja. Da bin ich mal gespannt drauf, denn
Es lässt sich etwas erahnen, es lässt sich weiter schauen, wo das hinführen könnte, aber direkt zu sagen ist halt nichts und da würde ich sagen, bin ich gespannt drauf. Der Film hat Lust auf mehr gemacht, also nicht unbedingt Spider-Man, aber mehr MCU und ja. Ich freue mich drauf. Geht für den Film ins Kino, wenn ihr ihn sehen wollt. Lohnt sich auf jeden Fall bei 9 Euro, die ich jetzt gezahlt habe. War ganz nett. Ich hatte eigentlich auch vor, dazu einen Vlog zu machen, aber das bot sich einfach gar nicht an. Von daher ist dies auch leider dann rausgefallen von den Szenen, die ich aufgenommen hatte. Ja, und damit bin ich dann durch nach viel Blabla. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe, euch gefällt der Film. Und ansonsten würde ich sagen, kommentiert, was hat euch an dem Film gestört, was nicht. Spoiler natürlich bitte nicht in den Kommentaren, wenn dieses Video, ich sag mal, ein, zwei Wochen hinter sich hat, dann können wir gern über Spoiler reden, aber so jetzt nicht. Von daher kommentiert, hat euch der Film gefallen? Wenn ja oder nein, warum? Aber ohne Spoiler. Ansonsten liken, teilen natürlich gerne. Und ansonsten wie immer, bis später, euer Open Beta. Ciao.